Ich bin gerade in meiner Mittagspause auf einem Spaziergang, um ein bisschen frische Luft um meinen Kopf zu bekommen, ein bisschen aufzutanken. Und dabei ist mir ein Thema eingefallen, wo ich dachte, das hilft dir vielleicht weiter oder es könnte dir weiterhelfen. Und zwar geht es um das Thema Angst haben. Also zum Beispiel planst du vielleicht, dich selbstständig zu machen oder du planst ein neues Projekt oder du willst eine neue Leistung auf den Markt bringen. Aber du hast Angst. Du weißt nicht, ob es das Richtige ist, ob es den Leuten gefallen wird, ob es gut ankommt. Und dann fragst du zum Beispiel in Foren nach oder bei Facebook und dann fragst du, was haltet ihr denn davon? Und die Sache ist eigentlich, dass es eigentlich falsch gedacht ist. Du solltest nicht andere Leute fragen, was sie von deiner Idee halten. Weil die ganzen Leute wissen ja überhaupt nicht, was in deinem Kopf vorgeht oder was du dir dabei gedacht hast oder wie es sich anfühlt. Anstatt also erstmal andere Leute danach zu fragen oder Familie und die wollen es eh noch gut mit dir meinen, frag dich doch einfach mal, wie fühlt sich das für dich an? Also wenn du dir vorstellst, du setzt dieses Projekt um oder du machst dich selbstständig oder ja, du bringst diese neue Leistung am Markt, von der du total überzeugt bist, wie fühlt sich das in dir an? Macht es dir Bauchkribbeln? Fühlt sich das leicht an? Macht es Spaß? Fängst du an zu lächeln? Und das sollte dir viel wichtiger sein als das, was alle anderen Leute davon halten oder was andere Leute von dir halten. Ich laufe hier gerade in meiner Nachbarschaft rum und ich komme mir überhaupt nicht blöd vor, hier in meine Kamera zu sprechen. Und die ganzen Leute gehen vorbei und gucken mich merkwürdig an. Aber egal, ich übe das jetzt. Also, überleg dir einfach, anstatt andere Leute nach ihrer Meinung zu fragen, spür mal in dich rein, spür mal da rein, wie fühlt sich das für dich an? Ist es schön, ist es leicht, fühlt sich das gut an, fühlst du dich befreit? Dann mach es. Probier es erstmal aus, du weißt ja noch gar nicht, was da passiert oder ja, natürlich hast du Angst, du hast ja noch keine Vorstellung davon, wie das aussehen soll, weil du noch nie in dieser Position später warst. Du kannst ja immer nur von deiner aktuellen Situation aus handeln und bewerten. Und neue Sachen machen immer Angst, das ist ganz normal. Aber wenn du dich da rausholst und sagst, okay, ich probiere das jetzt einfach aus, ich teste das und vielleicht ist es für dich irgendwann total normal, das zu machen. Vielleicht ist es für mich irgendwann total normal, mit der Kamera hier rumzulaufen durch den Park und zu vloggen und mir dabei nicht mehr doof vorzukommen. Aber probier es aus. Wenn es sich gut für dich anfühlt, ist das ein sehr gutes Zeichen dafür, dass du es wahrscheinlich machen solltest. So, und ich setze mich jetzt hier noch ein bisschen auf die Bank, genieße den Sonnenschein und ja, bis zum nächsten Mal.